Ligia hat in ihrer Favela gerade ein Hostel eröffnet. Carlos will sich bald ein Haus bauen. Und José renoviert das berühmte Maracaná-Stadion. Hier wird 2014 das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden. Auch deshalb entdeckt sich Rio gerade neu. Die Favela Vigigau. Inzwischen ein kulinarischer Geheimtipp in Rio de Janeiro. Frieden geht durch den Magen. Tante Leia nennt sie sich und sie ist bekannt für ihre Feijoada. Immer samstags kocht sie das brasilianische Nationalgericht mit viel Bohnen und noch mehr Fleisch. Die Feijoada kommt aus der Sklavenzeit. Die Plantagenbesitzer haben die minderwertigen Teile des Schweins nicht gegessen, sondern sie den Sklaven gegeben. Die besten Stücke haben die Herren gegessen. So ist die Feijoada entstanden. Da kommt alles rein. Schweinefuß, Ohren, Schwänzchen, Rippchen, Schweinewurst, Schweinsschnauze, solche Sachen halt. Tante Leia hat aus ihrem Favela-Häuschen ein Dachterrassenrestaurant gemacht. Hier tischt sie auf. Seitdem die Drogengangs weg sind, trauen sich auch Brasilianer aus der reichen Südzone Rio de Janeiros zu Tante Leias Feijoada. Zu mir kommen viele Leute, die unten in Leblon wohnen, die aber vorher noch nie hier oben in Vigigau waren. Jetzt kommen sie zu mir nach Hause, um Vigigau kennenzulernen. Viele ihrer Gäste sind zum ersten Mal in einer Favela. Auf Entdeckungsreise in der eigenen Stadt. Wir haben im Radio gehört, dass es hier am Wochenende eine Feijoada gibt. Ich habe es meinem Mann erzählt, dann sind wir hier hochgekommen, um die Favela kennenzulernen und diese leckere Feijoada zu essen. Davor waren wir noch nie in einer Favela. Insgeheim träumt Tante Leia davon, später einmal in Copacabana ein Restaurant zu eröffnen. Dass jetzt auch Touristen zu ihren Gästen gehören, hinauf zu ihr in die Favela kommen, ist vielleicht ein erster Schritt. Tante Leia ist für ihr gutes Marketing bekannt. Sie ist bezaubernd, sie setzt Bilder ins Internet und da denkt man, ah, das könnte ja sympathisch sein. Ich kenne Vigigau ein bisschen, weil ich schon mal kurz hier in der Favela war. Aber ich wollte die Gegend etwas besser kennenlernen. Ich bin froh, dass ich ein paar Freunde hierher zum Mittagessen mitgebracht habe. Favela mal anders. Schnappschüsse statt Schießereien. Manche haben immer noch Angst, hier raufzukommen, aber das ist Unsinn. Hier ist es ganz ruhig, hier herrscht jetzt Frieden. Bist du bei mir, bist du mit Gott. Ein neuer Anfang für Tante Leia und ihre Favela. Seit ein paar Monaten gibt es hier in Vigigau eine sogenannte Friedenspolizei. Ein paar Kilometer weiter, die Favela Morro dos Macacos. Bis zur Fußball-WM 2014 sollen insgesamt 40 Armenviertel in Rio de Janeiro befriedet werden. Jahrzehntelang gab es hier gar keine Polizei. Rechtsfreier Raum, es herrschten die Drogenbosse. Mit massivem Polizeieinsatz wurden sie in die Flucht geschlagen. Seitdem patrouilliert hier täglich die Friedenspolizei. Capitão Felipe hat Jura studiert. Jetzt befehligt er seine Truppe in der Favela. An früher können sich hier alle noch gut erinnern. Era um ponto de observação do tráfico de drogas.
Das war ein Beobachtungsposten der Drogengang. Hier haben sich viele Dealer versammelt. Von hier aus haben sie ihre Verkaufsstellen geschützt. Und wenn unten Polizeiautos langgefahren sind, wurde von hier auch mal geschossen. Deshalb mussten die Polizisten immer mit höchster Vorsicht agieren. Polizisten auf Tuchfühlung mit Favela-Bewohnern. Für beide Seiten neu. Viele trauen dem neuen Frieden noch nicht. Die Skepsis gegenüber der Polizei ist groß. Doch mit ihr soll Fortschritt kommen in die Favela. Mit der Friedenspolizei kommen auch die öffentlichen Dienstleistungen der Stadt. Zum Beispiel regelmäßige Müllabfuhr. Das alles wird von den Anwohnern wahrgenommen. Sie merken es sofort. Natürlich handelt es sich hier um eine Gegend, die lange vernachlässigt wurde, weshalb man nicht sofort dieselben Leistungen anbieten kann, wie es unten in der Stadt möglich ist. Dennoch spüren die Anwohner, dass sich etwas verändert. Jahrzehntelang hat die Stadtverwaltung von Rio de Janeiro die Armenviertel sich selbst überlassen. Jetzt sind allein hier in Morro dos Macacos knapp 230 Polizisten stationiert, in einer neu gebauten Polizeiwache. Die Polizei, dein Freund und Helfer, das gab es bisher nicht in Rio de Janeiro. Favela-Bewohner haben mit Polizisten jahrelang schlechte Erfahrungen gemacht. Hinter vorgehaltener Hand sprechen sie jetzt von einer Besetzung ihres Viertels durch die Friedenspolizei. Doch Capitão Felipe setzt auf persönliche Überzeugungsarbeit und auf die größte Leidenschaft eines jeden Brasilianers, auf Fußball. Die Polizei steht jetzt oft am Spielfeldrand. Und manchmal spendet sie einen Pokal. Siegerehrung in Uniform. Das Fußballprojekt hat die Friedenspolizei gemeinsam mit einem Erstligaverein auf die Beine gestellt. Die Polizisten trainieren die Jungs, der Verein stellt Trikots zur Verfügung. Und der Capitão gratuliert höchstpersönlich. Als die Friedenspolizei noch nicht da war, gab es noch nicht so viele soziale Projekte wie heute. Und viele Kinder wurden ins Drogengeschäft verwickelt. Die Friedenspolizei sorgt gemeinsam mit anderen Organisationen dafür, dass die Kinder Sport treiben. Dadurch wollen wir der Jugendkriminalität vorbeugen. São Paulo, Paris, New York. Als Model ist Poliana herumgekommen in der Welt. Jetzt verkauft sie Mode in ihrem eigenen Laden. Ausgelaufene Kollektionen und zweite Wahl, denn ihre Kunden haben nicht viel Geld. Eine Marktlücke. In der Favela Rocinha gab es bisher keine Boutique.
Mir geht es auch um soziale Integration. Die Menschen in der Favela wissen, was gut aussieht. Sie kennen die Mode und wollen sich so anziehen wie wir. Warum nicht diesen Leuten einfach die Möglichkeit geben, sich gut anzuziehen mit hochwertiger Markenkleidung, wie die Leute unten in der Südzone? Dann fühlen sie sich in die Gesellschaft integriert, in der sie sonst diskriminiert werden. Es ist beeindruckend, welchen Unterschied Kleidung ausmachen kann. Poliana wohnt nicht weit von hier, unten am Strand in der noblen Südzone. In Rosinha ist sie eine kleine Attraktion. Viele in Rio de Janeiro leben in zwei Welten. In der Favela wohnen, in der Südzone arbeiten. Bei Poliana ist es genau andersherum. Und das ist neu. Die Welten bewegen sich aufeinander zu. Das soziale Gefälle hier ist enorm. Du siehst das Leben in der Favela, die einfache Bauweise der Häuser und Gebäude. Und nur einen Kilometer von hier stehen Luxusappartements. Und diese zwei Schichten gehen zum selben Strand. Riesige Unterschiede, aber im Sand verschwinden sie. Alle werden gleich, teilen sich denselben Ort. Vira todo mundo a mesma coisa, fazendo parte do, dividindo o mesmo espaço, né? Genau das, was viele in Rio de Janeiro gerne immer und immer wieder beschwören. Der Strand als demokratischster Ort, wo alle gleich sind. Fabinho ist bereit für sein Spiel. Früher war er Fußballprofi im Ausland. Zweite Liga Frankreich, erste Liga Bolivien. Heute kickt er nur noch am Strand. Fußball-Wolle. Ein guter Fußball-Volley-Spieler muss nicht zwingend auch ein guter Großfeldfußballer sein. Hier bei uns steht die Technik im Vordergrund, die notwendig ist, um einen Angriff abzuwehren und anschließend einen Punkt zu machen. Das erfordert natürlich Talent. Die beiden Sportarten sind sehr verschieden. Fußball-Volley ist, wie der Name schon sagt, eine Mischung aus Fußball und Volleyball. Urbrasilianisch. Nur mit den Füßen, Beinen, Schultern und dem Oberkörper und Kopf darf der Ball gespielt werden. Sie schenken sich nichts, denn sie spielen um Geld. Man kann auf sie wetten. Fabinho verbringt fast jeden Tag am Strand von Copacabana. Hier am Strand triffst du alle sozialen Schichten. Vom Reichsten bis zum Ärmsten ist alles vertreten. Dasselbe gilt für unser Fußball-Wolle-Feld. Und unser Freund Ademir zum Beispiel kommt aus einer Favela. Andere wohnen hier direkt am Strand, haben eine feste Arbeit und verbringen ihre Freizeit hier. Ich finde, es ist möglich, dass alle zusammenleben können. Ademir arbeitet seit 15 Jahren an der Copacabana. Liegestühle, Sonnenschirme und eiskaltes Bier hat er im Angebot. Für mich ist jeder Mensch gleich, auch wenn der eine mehr Geld hat als der andere. Die Leute leben friedlich zusammen. Für mich gibt es keine Unterschiede, ob reich oder arm, schwarz oder weiß. Ich bediene jeden. Der
der Ex-Fußballprofi und der Verkäufer aus der Favela. Auch am Strand sind sie nicht gleich, aber hier begegnen sie sich. Der Strand als Integrationsfaktor. Im Sand und am Ball werden die krassen Gegensätze Rio de Janeiros für alle ein wenig erträglicher. Der Fußball ist sehr wichtig für uns Brasilianer. Selbst wenn es im Leben mal nicht gut läuft, solange es im Fußball klappt, ist alles in Ordnung. Auch wenn wir nur Reis und Bohnen zu essen haben, solange Brasilien gewinnt, sind wir glücklich. Die Dachterrasse eines Vier-Sterne-Hotels. Das ist die eine Welt von Carlos. Jeden Tag von 8 bis 16 Uhr. Seit 3 Jahren ist er hier der Barmann. Seine Gäste bestellen am liebsten Caipirinha. Was ich am meisten mag, ist, wenn der Gast meine Arbeit und meinen Service wertschätzt, sodass er seine Probleme vergisst und entspannen kann und dass er den Moment genießt. Das erfüllt mich. Der Gast kommt hier gestresst an und geht lächelnd. Es gibt für mich nichts Besseres als die Zufriedenheit meiner Gäste. Das ist für mich nichts Besseres als die Zufriedenheit meiner Gäste. 27 Stockwerke unter ihm, der Stadtteil Leblon, eine der exklusivsten Gegenden der Stadt. Seit er 12 Jahre alt ist, muss Carlos arbeiten. Die Schule hat er trotzdem zu Ende gemacht. Einmal in einem Luxushotel wie diesem Urlaub machen, das ist sein Traum. Erleben, wie sich 4-Sterne-Ferien anfühlen. Carlos wohnt in Rocinha, Rios größter Favela. Die steht bei den meisten seiner Gäste nicht auf dem Besichtigungsprogramm. Das sind 2 verschiedene Welten. Hier in Leblon wohnen Leute einer höheren Gesellschaftsschicht. Dort, wo ich herkomme, in Rocinha, leben die unteren Schichten. Aber sowohl hier als auch dort arbeiten die Menschen, um zu überleben. Es gibt halt den Klassenunterschied. In Brasilien gibt es noch immer einen großen Unterschied zwischen den Einkommen. Aber ich denke, dass sowohl in Rio als auch im Rest Brasiliens eine positive Entwicklung stattfindet. Die andere Welt von Carlos hat mit Strand und Luxus wenig zu tun. Sie liegt eine halbe Stunde entfernt. Eine halbe Stunde. Denn er glaubt, dass es seine Kinder hier einmal besser haben werden als er damals. Auch durch die neue Friedenspolizei in Rocinha. Vieles hat sich verbessert. Heutzutage, wenn die Kinder auf der Straße spielen, sehen sie keine Waffen mehr. Die Drogendealer sind keine Vorbilder mehr. Früher haben die Kinder die Dealer nachgeahmt. Wenn man die Kinder früher gefragt hat, was willst du mal werden, haben sie geantwortet, ich will Drogendealer werden.
Auch er kommt aus Rocinha und baut mit an einem brasilianischen Traum. Das berühmte Maracanã-Stadion. Hier wird 2014 das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden. Es ist ein Datum, auf das alles hinausläuft in Rio de Janeiro, das den Aufbruch vielleicht erst möglich gemacht hat. José arbeitet als Zimmermann. Seit fast 2 Jahren ist er bei der Renovierung dabei. Ich bin sehr stolz, hier auf der Baustelle im Maracanã zu arbeiten. Diese Renovierung hat für viele Menschen eine große Bedeutung. Nicht nur für uns Brasilianer, sondern auch für viele Ausländer. Viele kommen hierher, um uns zu besuchen. Das ist eine Geschichte in meinem Leben, die ich noch lange erzählen werde. Fußball-Mekka Maracanã. Mit fast 200.000 Plätzen, früher einmal das größte Stadion der Welt. Nach dem Umbau soll das brasilianische Fußballerlebnis hier noch intensiver werden, wenn das überhaupt geht. Mehr Atmosphäre, bessere Sicht. Die Zuschauer können künftig viel näher am Spielfeldrand sitzen, nur 12, 13 Meter von der Seitenlinie entfernt. Von der Fußball-Weltmeisterschaft versprechen sich alle Brasilianer viel mehr als nur den Pokal. Die WM ist sehr, sehr wichtig. Sie wird uns großen Nutzen bringen. Nicht nur uns, die wir hier arbeiten, sondern auch der ganzen Stadt. Mit Aussicht. Bester Blick auf Copacabana, wenn man ein Zimmer in der Favela Cantagallo gebucht hat. Man kommt hier an und fragt sich, wie wird es wohl hier nachts aussehen? Ob wir vielleicht nicht raus können, sondern im Hostel bleiben müssen, um möglichst keine Probleme zu bekommen. Aber nein, kein Problem. Wir haben sogar hier in der Favela zu Abend gegessen, in einem Restaurant, das uns empfohlen wurde. Man isst hier sehr gut und sehr günstig. Also wir sind im Dunkeln angekommen, es hat geregnet, also sehr schlechte Bedingungen im Prinzip. Und muss ich schon sagen, dass man sich umschaut und schon Respekt hat. Und die Straße ist sehr eng, Motorräder, Autos, Kinder und Bars. Und es ist dann ja schon relativ schmutzig. Und ich glaube, wir als Europäer hören halt auch sehr viele negative Dinge im Vorhinein. Ich ziehe es vor, die Menschen eines Ortes kennenzulernen, anstatt den gewöhnlichen Tourismus mitzumachen. Denn dort lernt man vor allem nur andere Touristen kennen. Das Schöne an einem Ort, den man nicht kennt, sind schließlich die Menschen. Die Welt zu Gast bei Ligia. Vor gut einem Jahr hat sie ihr Hostel eröffnet. Der Anfang lief schleppend. Inzwischen ist sie gut gebucht. Touristen finden ihr Hostel im Internet. Und es hat sich herumgesprochen, dass viele Favelas keine No-Go-Areas mehr sind. Die meisten sind neugierig, mal eine Favela zu besuchen, um zu sehen, wie diese armen Favela-Leute da so leben. Ich wäre neugierig, wenn ich woanders wohnen würde und nach Rio de Janeiro käme. Rio ist halt voller Favelas. Mich würde das sehr interessieren. Daher denke ich, dass es vielen Menschen genauso geht. Und jetzt kann jeder in die Favela hochkommen. Muita gente deve ter essa curiosidade. E agora pode subir, qualquer um pode subir.
Der Strand von Copacabana, nur ein paar Häuserblocks entfernt. Das Hostel, etwas oberhalb gelegen am Hang. Das weiße Haus mit dem roten Dach. Posada, Favela Cantagallo. Ein Familienbetrieb. Ligias Nichte kümmert sich um die Zimmer. Umgerechnet zwischen 40 und 60 Euro kostet die Nacht. Alles online zu buchen. Lange bevor ihre Favela befriedet wurde, hat Ligia investiert, das Haus gebaut. Jetzt hat sie 7 Zimmer für insgesamt 19 Gäste im Angebot. Ich schaffe Arbeitsplätze hier in meinem Viertel. Alle, die bei mir arbeiten, wohnen in der Nachbarschaft. Und durch das Hostel kommen viele Menschen von außerhalb in die Favela zu Besuch und kurbeln die Wirtschaft an, weil sie Geld ausgeben. Für Ligia ist es nur der Anfang. Fußball-WM 2014, Olympia 2016. Sie weiß, dass in den nächsten Jahren immer mehr Menschen nach Rio kommen werden. Die Favela Maré. Freiwillige informieren die Anwohner über eine anstehende Volkszählung. In Maré ist alles ein bisschen unübersichtlicher als anderswo. Elio ist Lokalreporter der Favela-Zeitung, die von einer Nichtregierungsorganisation und ein paar Firmen finanziert wird. Maré de Noticias heißt das Blatt. Es will die Realität der Favela zeigen, die in normalen Medien vielleicht nicht vorkommt. Die andere Seite. Wir versuchen nicht, die gewöhnliche Zeitung zu ersetzen. Wir wollen sie vielmehr ergänzen. Denn die Favela-Bewohner vermissen dort lokale Nachrichten aus ihrer Straße. Diesen Platz nehmen wir ein. Daher konkurrieren wir nicht mit normalen Zeitungen, sondern wir ergänzen uns. Maré hat noch keine Friedenspolizei. Irgendwie müssen sich die Bewohner hier mit den Drogenbossen arrangieren, die im Hintergrund agieren. Sprechen möchte darüber aber vor der Kamera niemand. Auch für den Reporter ist es eine tägliche Gratwanderung. Zeitung und Drogenbosse lassen sich gegenseitig in Ruhe. Gesundheitsversorgung, Infrastruktur und vor allem Sicherheit. Das sind die größten Sorgen der Menschen hier. Nah am Leser. Berichte über lokale Initiativen, Feierlichkeiten, Preisverleihungen. Reportagen über den Alltag in der Favela. Die Zeitung will ihren Lesern eine Stimme geben. Jeden Monat 35.000 Exemplare. Viele in der Redaktion sind hier in Maré aufgewachsen, auch Fotografin Elisangela. Die großen Medien, die in die Favela kommen, berichten nur von der Gewalt. Es geht immer um Konflikte. Dann ist immer vom gefährlichsten Mann Brasiliens oder so die Rede. Das macht mir Sorgen. Die Arbeit unserer Zeitung und meiner als Fotografin besteht darin, die gute Seite der Favela und nicht nur die Gewalt zu zeigen. Zudem gibt es auch andere Möglichkeiten, Gewalt zu thematisieren. Zum Beispiel über Infrastrukturprobleme, Kanalisation, Gesundheit, Schulmangel. Die Darstellung von Gewalt muss also nicht immer über die Konflikte geschehen. Die Einwohner von Maré verfolgen sehr genau, was in anderen Favelas passiert, wenn die Friedenspolizei kommt. Und viele
wissen noch nicht genau, was sie davon halten sollen. Dass sich vieles verändern muss in der Favela Marais, darüber sind sich alle einig. Ich denke, wenn man Hoffnung hat und wenn man nach einem Licht am Ende des Tunnels sucht, dann hat man die Chance auf eine bessere Zukunft. Das gilt auch für die Bewohner der Favela. Er lebt zusammen mit seiner Schwester und deren Tochter. Drei winzige Zimmer, vielleicht 30 Quadratmeter. An den Wänden ausgemusterte Kunst aus dem Hotel. Carlos hat sich fortgebildet in den letzten Jahren. Barkeeper-Kurs, Englischunterricht, die wenigen Möglichkeiten, die sich ihm boten, hat er ausgenutzt. Hier im Viertel gibt es viele anständige Menschen, die einfach nur ein würdiges Leben wollen. Aber sie haben wenig Möglichkeit, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es gerne hätten. Unten in der Südzone bieten sich den Menschen viele Möglichkeiten. Eine gute Ausbildung und Erziehung, eine gute Ernährung. Das sind die Dinge, die den Unterschied machen. In Rosinha sieht man abends keine Drogendealer mit Maschinengewehren mehr. Doch wenn die Kamera aus ist, sagen viele, die hier wohnen, dass der Drogenhandel trotzdem weitergeht. Klagen über korrupte Polizisten. Doch Rosinha ist kein rechtsfreier Raum mehr. Das ist der große Unterschied. Als Barkeeper im Hotel verdient Carlos umgerechnet rund 600 Euro im Monat. Das sind 2,5 brasilianische Mindestlöhne. Wie für Millionen Brasilianer ist es für ihn in den vergangenen Jahren immer nur aufwärts gegangen. Sozialreformen und Wirtschaftswachstum sei Dank. Deshalb kann für viele in Rio de Janeiro, auch für Carlos, die Zukunft gar nicht schnell genug beginnen. Und doch kommen manchmal die Zweifel, ob all das Neue und Gute auch gekommen ist, um zu bleiben. Die Veränderungen im Vorfeld der Fußball-WM, die Friedenspolizei in den Favelas, das alles verbessert die Sicherheit in Rio de Janeiro sehr. Jetzt hoffe ich nur, dass dies nicht nur bis zur WM anhält, sondern dass es die nächsten 20, 30 Jahre oder für immer so bleiben wird. Schnelles Frühstück um 6:30. Esther und ihre zwei Enkel. 8 und 5 Jahre sind sie alt. Der Vater hat keine Arbeit, die Kinder wohnen bei der Oma. Und die bringt die beiden jeden Morgen zur Schule. Früher war das sehr kompliziert, da waren wir um diese Zeit schon unterwegs und kamen trotzdem zu spät. Inzwischen gehen wir um 6:45 los und kommen pünktlich an. Früher mussten sie die halbe Favela durchqueren, 40 Minuten zu Fuß. Heute fahren sie mit der Seilbahn.
Der Favela-Komplex Alemão. Ein Dutzend Favelas, 70.000 Einwohner. Jeder hat zwei Freifahrten am Tag. Es ist ein Vorzeigeprojekt in Rio de Janeiro. Der Schulweg hat sich für Esther und ihre Enkel halbiert. Nur noch 20 Minuten. Auch wenn Esther sich an die Fahrt in der Gondel erst gewöhnen musste. Früher hatte ich keine Ahnung, was eine Seilbahn überhaupt ist. Als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie die Gondel da am Seil hängen, dachte ich, mein Gott, was ist das denn? Ich war total erschrocken bei dem Anblick. Und bei meiner ersten Fahrt habe ich gedacht, ich würde sterben. Ich hatte große Angst. Die Favela mobil gemacht. 6 Stationen, 152 Gondeln, 10.000 Passagiere am Tag. In einem Favela-Komplex, der früher brandgefährlich war. Vor der Friedenspolizei, da gab es Tage, da konnte man nicht aus dem Haus gehen. Überall Schießereien. Heute gibt es das nicht mehr. Du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit auf die Straße. Du gehst raus und kommst auch sicher wieder nach Hause zurück. Früher war das nicht so. Es ist ein neues Gefühl. Nicht nur ein kürzerer Schulweg für die Enkel von Esther, sondern ein großes Aufatmen. Der Favela-Komplex Alemão. Symbol im Kampf der Stadt gegen die Drogengangs. Als Polizei und Militär im Jahr 2010 gemeinsam den Komplex stürmten, gab es Dutzende Tote. Auch heute noch immer wieder Rückschläge. Gerade erst wurde eine Polizistin erschossen. Trotzdem will Esther jetzt hier bleiben. Ich sage es aus vollem Herzen, ich bin stolz darauf, hier zu wohnen. Man hat mir gesagt, zieh doch weg, aber mir gefällt es hier. Hier ist alles in der Nähe, Arzt, Geschäfte. Besonders für mich ist das fantastisch, da ich ja die Kinder bei mir habe. Egal in welcher Favela in Rio de Janeiro, von heiler Welt ist man hier weit entfernt. Krasse soziale Gegensätze, so sichtbar und geografisch so nah beieinander, wie sonst in kaum einer Stadt. Es sind nur kleine Fortschritte in nur wenigen Armenvierteln. Aber in den Favelas, wo sich etwas tut, ist die Veränderung spürbar. Seitdem Ligia ihr Hostel eröffnet hat, sind Touristen in der Favela keine Seltenheit mehr. Fast jeden Tag steigt sie die paar Stufen hinab nach Copacabana. Auch Ligia lebt in zwei Welten. Viele hier unten haben Vorbehalte, rauf in die Favela zu gehen. Sie wissen auch nichts über Favelas, nur das, was sie erzählt bekommen haben. Doch diejenigen, die mal oben in der Favela waren und uns kennengelernt haben, denen gefällt es. Müsli, ein Frühstücksmuss für ihre Gäste aus Europa. Dafür geht Ligia extra in einen Feinkostladen. Den Rest kauft sie in einem großen Discount-Supermarkt. Das Preisniveau für Lebensmittel ist in den letzten Jahren stark gestiegen in Brasilien. Ligia muss gut kalkulieren. Trotzdem lohnt sich ihr Geschäft. Mit dem Taxi geht es von der reichen Südzone zurück in die Favela Cantagalo. Nur ein paar Minuten sind es,
dann ist sie wieder oben in ihrem Hostel. Für Ligia ist es mehr als ein Geschäftsmodell. Sie hat es geschafft und sie will Vorbild sein. Die Jugend ist unsere Zukunft. Ich wünsche mir, dass die Jugendlichen, die früher von den Drogendealern auf den falschen Weg gebracht wurden, dass sie eine andere Richtung einschlagen. Mit einer besseren Zukunft, einer Zukunft in Wohlstand. Das ist mein größter Traum.